So, hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu den Amüsiertabletten. Quatschkau hier am Start und wie versprochen gehen wir jetzt in den Spieltag hier hinein gegen Juventus Turin im Rückspiel. Wir haben ja 3-0 gewonnen vorher, also werden wir hier, denke ich mal, relativ locker durchkommen. Ich würde die Folge heute ein bisschen kürzer gestalten zur Info, damit wir wieder in den alten Trott reinkommen. Training, Spiel oder Zwischensequenz, Training, Spiel. Wir haben ja jetzt durch den... durch diese eine Hälfte, die wir da nur gemacht haben, so ein bisschen den Tritt verloren und haben jetzt das Training einfach beim letzten Mal mit rangehangen. Im Nachhinein hätte man da auch da die kürzere Folge machen können. Scheiß drauf, wir machen das jetzt hier so. Beschlossen und verkündet sozusagen. Könnt ihr gar nichts machen. So, 0-3, wie gesagt, beziehungsweise 3-0. Da müsste auch erstmal... hier 3 Tore fallen für Juventus, damit das jetzt in Gefahr kommt. Okay, das war vielleicht nicht so gut gemacht, gerade von Courtois, beziehungsweise von Navas. So. Groß. Hier. Lieber nochmal zurückspielen. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung und die beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Was erwartest du in diesem Spiel von Alexander? Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Super Pass! So, Situation bereinigt. Bale. Ja, Kroos ist kein Anläufer. Den können wir da jetzt nicht die ganze Zeit mitnehmen. Und Perrin ach, und Isco fälscht den Ball ab. Abstoß. So. War jetzt nicht so gut. Modric. Auf Carabal. Isco. Flanke jetzt erstmal noch nicht. Und, oh! Hat zwar ein bisschen Tiki-Taka gemacht gerade, aber hat leider auch nicht zum Erfolg geführt. Ich laufe mal ein bisschen den Gegenspieler an. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den nochmal... Nee, leider nicht. Uiuiui, weiter Ball. Ja, mit Modric oben mal rum. Aber er hat sich bewusst für den Waliser Weg entschieden. Ja, hätte auch für England spielen können, aber so schildert er das zumindest. Die Three Lions haben sich nicht ernsthaft um ihn bemüht. Ja, mal kurz die Nebengeschichte von Gareth Bale und seinen, ja, ich sag mal, Möglichkeiten mit Wales jemals irgendwas Gutes zu reißen. So, Abstoß, weil ich Ronaldo nochmal getroffen habe. So, wir werden jetzt hier mal eben... Und da ist der Ball wieder weg. Das Zuspiel hier für Alexander. Ja. Ja, und Cancelo schmeißt hier den Ball dann entsprechend raus. Ah, da geahnt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Emre Can. Wenn wir mal hinten mit Dingen spielen. Was auch immer das jetzt war. Bernardeschi. Douglas Costa.
Ja, mit Douglas Costa müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist auch ordentlich flink. So, aber jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Und drin. So. Da wollen wir doch mal ganz von vorne klarstellen, wer hier der Meister im Haus ist. Und jetzt reicht es nicht mehr, dass Real Madrid Juventus Turin 4 Tore schießt. Denn wir haben ein Auswärtstor geschossen. Sie müssen 5 schießen, um zu gewinnen. Ein Unentschieden und eine Verlängerung ist nicht mehr möglich. Aber jetzt müssen sie halt auch schon, wenn dann, richtig Vollgas geben. Also man sieht auch, dass sie jetzt schon sehr weit aufrücken. So, und jetzt mit Bale auf der linken Seite. Ne, im Moment auf der rechten. Flanke kommt von Bale. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. So, Modric unten mit Marcelo. Jetzt vielleicht die Flanke. Luka Modric. Boom! Okay, mit Bale komme ich da jetzt nicht weiter. Oh! Groß mit dem Kopf. Hat aber nichts gebracht. So, die Möglichkeit war da. Super Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Alexander. Guter Versuch. Riesenszene. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Groß mit der Reingabe. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Groß. Groß schlägt die Flanke. Er trifft die Latte. Oh, das war richtig gut gerettet hier von den Juventern. Von den Turinern. Meine Gott, von den Juventern. Da war richtig noch Möhre drin, dass da Gareth Bale nicht mehr rankam mit der entsprechenden Kopfballmöglichkeit, die er hatte. Gut gemacht. Auch gut von Alexander gespielt. Wir haben ja eine gewisse Beidfüßigkeit. Rein in dieses Spiel. Rückspiel im Viertelfinale in der UEFA Champions League. Es ist ein Spiel, das die hohen Erwartungen bisher erfüllt. Sergio Ramos am Ball. Nun Carvajal am Ball. Toni Kroos. Hey, Freund. Ganz schön gezuppelt, ne? So, Ronaldo. Den Ball holt er sich auf der Außenbahn. Und jetzt Isco. Modric am Ball. Er ist im Moment richtig gut drauf. Ja, kein Wunderwolf nach den letzten Leistungen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Ja, die Möglichkeit war da. Groß. Oh. Auch wieder schön Tiki-Taka durchgespielt. Modric. Ach, Mist. Marco Asensio. Er überzeugt heute als Passgeber. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ball bei Marcelo. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Da dachte ich, könnte den mit dem rechten Ball, mit dem rechten Schuss vielleicht ein bisschen andipseln. Und jetzt der Schuss. Ach. Einwurf. Ja, immer viel auf Hunter. Weil er auch relativ gut immer steht. Also. War abseits. Nach! Hätte ich mal früher gespielt. Ich habe ihn gesehen. Jetzt Matuidi.
Und wir dürfen gratulieren. Heute ist sein Geburtstag. Oh, Matuidi hat Geburtstag. Das ist schön. Gut gemacht vom Torhüter. Er zieht ab. Ja, aber hat er. Gut. Riozola. Isco. Isco spielt den Ball. Der Ball geht Richtung Hunter. Na, ist ein Foul gewesen. An der Ecke. So, Hunter kriegt jetzt Anweisungen von Conte. 7-7. 5 erfolgreiche Pässe habe ich gespielt. 10 soll ich spielen. Und was können sie raus machen? Der Versuch. Ui. Kein Problem bei diesem Freistoß. War eine Möglichkeit. Jetzt Pjanic. Pjanic. Bale. Modric. Asensio. Bale. Toni Kroos. Luka Modric. Und er schießt. Ja. Jetzt habe ich es mal ein bisschen versucht, mal durchflocken zu lassen, aber. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Marco Asensio. Guter Pass auf Groß. Gehalten. Ach, war aber auch. Abseits. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Yeah, da Douglas Costa. Reingehackt. Ey. Nochmal Odriozola mit Ecke. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Auswechslung droht inzwischen für Hunter. Ecke von Dybala. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Ballverlust. Na, nicht gut von Alexander. Dybala! Ui! Hat nicht viel gefehlt, war schon ein guter Versuch. Varane. Sergio Ramos am Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Marcelo. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Groß. Luka Modric jetzt. Modric. Klasse Tackling. Da kommt der Schuss. Und oh! Ganz knapp drüber. Das hat wirklich nicht viel gefehlt. Ja, wichtig, weiß ich nicht. Bei einem 4-0-Führung quasi muss das nicht wichtig sein. So, ich bin ausgewechselt worden, also restliche Spielzeit simulieren. Ich fand's nicht schlecht. Von Alex Hunter. Aber sei es drum. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit der kürzeren Folge hier durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchcore sagt bis dahin. Haut rein. Ciao.